Der erste Travis Scott Jumpman Jack Release ist confirmed. Drake bringt einen neuen Sneaker raus und es kommen dieses Jahr einige krasse SB-Dunks raus. Damit, yo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu mir auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneaker News, eure Sneaker News jeden Mittwoch hier. Wie immer fangen wir an mit den ganzen Releases aus den nächsten 7 Tagen, das was am wichtigsten ist. Diese Woche, finde ich, ist ein bisschen entspannter, nächste Woche geht es dann auf jeden Fall schon wieder ein bisschen mehr ab. Danach kommen wir zu den Supreme News und dann eben, wie immer, zu den Leaks. Also, los geht's. Schon fangen wir da an mit der Crocs Futura Lab Collab auf dem Crocs Classic Glock. Einmal in diesem Pearl White und einmal in diesem grünen Colorway. Beide kommen anscheinend erstmal nur bei Foot District raus, was ein Retailer ist. Für Retail 85 Euro. Mir persönlich gefallen die eher gar nicht. Das Ganze kommt am Donnerstag raus, also wenn ihr das holen wollt, müsst ihr eben am Donnerstag auf der Seite sein mit einem First Come First Serve Release. Auch noch am Donnerstag kommen 2 New Balance Modelle, der 991 V2, einmal in diesem, ja, rosan, altrosa Colorway und einmal in diesem Silver Blue Colorway. Retail 250 Euro, wäre für mich persönlich auch nichts, obwohl ich die Colorways eigentlich so ganz solide finde. Am Freitag kommt dann noch ein Air Max 1er, der Light British 10, ist wieder so ein Mix aus mehreren Erdtönen, ist auch ein Damenmodell und wird Retail 160 Euro kosten. Und dann am Freitag ebenso der mehr interessantere Releases oder die Releases, nämlich die beiden Yeezy Modelle. Vor kurzem ist ja auch der Beluga Reflective nochmal rausgekommen, der ist hier anscheinend immer noch in Stock, also man kann den immer noch kaufen, genauso wie der Yeezy 500 Stone Salt, den man auch immer noch in allen Größen kaufen kann. Natürlich wird das bei den Slides, glaube ich, nicht unbedingt der Fall sein und bei den Formrunnern auch nicht, weil das sind, wie ich finde, 2 sehr gute Colorways, die man so an sich von den Colorways nur auf jeden Fall mitnehmen kann. Gerade der MX Granit ist halt ein MX-Design, also dieser Mix-Colorway, unfassbar beliebt. Ich glaube schon, dass der ausverkauft gehen wird, auch wenn diese Kanye-Thematik natürlich immer noch mitspielt. Bei dem Slide muss ich sagen, dieses Salt finde ich eigentlich auch solide, kann man, glaube ich, nicht auf so viele Sachen tragen, aber ist eine Farbe, die man jetzt so auch noch nicht so oft gesehen hat. Ganz ehrlich, werde ich mir irgendwas einpacken? Wahrscheinlich nicht, obwohl ich bei dem Slide echt im Überlegen bin, weil Slides kann man eigentlich nie genug haben. Aber schreibt eure Meinung dazu wie immer gerne mal in die Kommentare. Nächste Woche Dienstag, also höchstwahrscheinlich, weil der Release ist noch nicht ganz klar, kommt dann der Mischief 2x4 Boot raus in dem sogenannten Weed Colorway und ihr könnt ja sehen, das Ding ist auf jeden Fall super crazy. Von der Silhouette her soll es halt ein Timberland darstellen, nur dass man hier eben so eine riesige Sohle hat und das Upper quasi die Außensohle nochmal so widerspiegelt. Ja, mega verrückt, wie man es von Mischief halt gewohnt ist. Das Ganze kommt auch wie gewohnt nur auf der offiziellen Mischief Seite raus und soll Retail eben 400 Euro kosten. Shipping ist aber tatsächlich free, nur muss man höchstwahrscheinlich Zoll drauf zahlen. Ist auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr geiles Ding von Mischief und hat halt einfach diesen gewissen Wiedererkennungswert. Diesen Samstag kommt dann nochmal der Jordan 4 Sale raus, also dieser mit den goldenen Akzenten, der ja schon letzte Woche Samstag in der Nike Sneakers App rauskam. Bei sämtlichen Retailern, wie zum Beispiel jetzt bei Beasten, gibt es eben einen First Come First Serve Release. Also wenn ihr ihn bei Nike nicht für Retail bekommen habt, habt ihr bei einigen Stores nochmal eine zweite Chance. Retail hier 210 Euro. Und auch noch nächste Woche Dienstag kommt dann ein SB Dunk raus, also wahrscheinlich so der SB Dunk dann aus diesem Monat. Das Ganze ist auch eine Collab, nämlich mit Raisa Leals, die, glaube ich, den 3. Platz oder so damals bei der Olympiade gewonnen hat. Oder den 2., ich weiß gar nicht so genau. Ist auf jeden Fall ein relativ junges Mädel, die hier ihren eigenen SB Dunk bekommen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der jetzt nicht so. Ich würde den jetzt auf jeden Fall nicht tragen. Ist halt ein sehr bunter Mix von den Farben her und dieses Lila schreckt mich halt ein bisschen ab, finde ich ein bisschen zu weiblich. Retail sind hier, wie immer, 120 Euro, wie man es von SBs gewohnt ist. Ich werde den auf jeden Fall auch auslassen, weil es definitiv noch bessere SB-Dunks in diesem Jahr geben wird. Dazu kommen wir aber später noch. Das wären jetzt zuerst mal ganz grob die wichtigsten Sneaker-Releases gewesen. Kommen wir also jetzt zu den Supreme News. Und ich muss sagen, diese Woche finde ich eher ein bisschen schwächer. Wir haben zwar 1, 2 coole Accessoires, wie zum Beispiel, ja, Streichhölzer, die wahrscheinlich US-only sein werden, oder auch diese, ja, Wasserpumpe, beziehungsweise so ein Wasserdruckreiniger. Weiß ich nicht, was man damit jetzt machen soll, aber, ja. Somit am coolsten finde ich eigentlich diesen Contrast-Arc-Sweater, aber der Rest, muss ich sagen, gefällt mir persönlich gar nicht. Dieser Tracksuit ist auch nicht so meins. Ja, also da ist nicht wirklich was dabei. Da werde ich auf jeden Fall alles auslassen und mal schauen, was so die nächste Woche kommt. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr euch irgendwas kaufen wollt. Dann geht es jetzt also weiter mit den Leaks.
Und erstmal ganz, ganz wichtig, anscheinend ist es confirmed, dass diese ganzen Travis Scott Modelle rauskommen werden. Wann genau? Einige dieses Jahr, einige nächstes Jahr. Ob die Colorways jetzt wirklich exakt so aussehen werden, steht auch noch nicht fest, weil das auf jeden Fall erstmal Mockups sind, größtenteils würde ich sagen. Gut, diesen gelben Colorway haben wir jetzt schon in Hand gesehen, diesen grünen Colorway auch. Ich finde es wirklich krass, dass man damals gesagt hat, es kommen keine Travis Lows mehr raus. Jetzt hat man halt wirklich hier 4 an der Zahl. Aber da werde ich euch auf jeden Fall auch up to date halten. Wie gesagt, einige kommen dieses Jahr noch raus, einige erst nächstes Jahr. Ja, Travis hört wirklich einfach nicht auf. Es ist wirklich crazy. Genauso wie Drake, der auch jetzt wieder einen eigenen Sneaker bekommt. Den hat er, glaube ich, mal auf der Stage irgendwann getragen. Ich glaube, letztes Jahr war das. Und auch diesen orangenen Colorway. Das Ganze nennt sich eben Nike Nocta Hot Step 2. In dem Fall in dem Total Orange Colorway. Der soll irgendwann dieses Jahr im Sommer rauskommen. Für Retail um die $200. Also wahrscheinlich so 180 bis 200 Euro. Ich muss aber sagen, ich finde den wirklich sehr, sehr cool. Anscheinend soll der auch noch in Schwarz und in Weiß rauskommen. In Weiß finde ich ihn wirklich super clean. Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, alle zu tragen. Aber so an sich ein super futuristisches Modell von Drake und auch mal sowas komplett anderes, was man so von Nike auch nicht so oft sieht. Dann eine Nachricht, die glaube ich auch sehr interessant ist. Denn es gab das Gerücht, dass dieses Jahr der Jordan 3 Black Cement in Reimagined rauskommt. Also in der Reimagined Version. Anscheinend wird es aber keine Reimagined Version sein, sondern einfach ein ganz normaler Re-Release. Zumindest laut der Quelle hier. Der Release-Date wird dann im November irgendwann sein. Was Jordans angeht, haben wir aber auch noch weitere Modelle in der Nike Sneakers App in einem Livestream sehen können. Zumindest jetzt zu den Summer Releases, die wirklich im Sommer rauskommen. Und gucken wir mal durch. Da haben wir zum einen hier natürlich den Jordan 4 Military Blue, aber auch noch so einen Jordan 4 in so einem Grünton. Sieht zum Beispiel dem SB sehr ähnlich. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Der ist komplett Quatsch. Die beiden Einser hier, vor allem der Mocker, ist eigentlich sehr solide. Der andere sieht so ein bisschen aus wie dieser Iglo. Den kennt ihr bestimmt auch, der so unfassbar teuer ist. Ansonsten fand ich, war jetzt gar nicht so viel anderes dabei, was man so erwähnen müsste. Also so ein paar Sachen kann man einpacken. Der Military Blue ist egal, was noch rauskommt, in meinen Augen ein Must-Have. Den Rest könnte ich auf jeden Fall liegen lassen, ja. Und was ich auch noch sehr, sehr interessant fand, ich habe euch ja immer wieder was von der Jordan 1 Wings Collection erzählt. Diese Kollektion, die aus Jordan 1er High und Jordan 1er Low besteht, die im Retail teilweise $1000 kosten sollen. Und anscheinend ist das Ganze jetzt ein China Exclusive. Warum auch immer, finde ich jetzt nicht so schade, weil ich hätte mir persönlich eh keinen gekauft. Viel gespannter bin ich aber im Endeffekt dann nachher darauf, wie man an die Paare dann überhaupt rankommen wird, weil ich glaube, so easy wird das auf jeden Fall nicht. Aktuell sind Raffles offen zu dem Jordan 1 Low Trophy Room Pack. Da könnt ihr euch teilweise bei Raffles eben bei Trophy Room selbst oder bei amerikanischen Retailern eintragen. Ich glaube, in Europa wird der auf jeden Fall nicht kommen. Die Raffles gehen auf jeden Fall noch bis zum 14. März und am 21. März soll er in Amerika in der Nike Sneakers App rauskommen. Und ich habe im Intro ja schon gesagt, wir haben den ersten Release confirmed von dem Travis Scott Jumpman Jack. Und wer hätte es gedacht, es ist tatsächlich dieser schwarz-weiß-rote Colorway. Ich dachte eigentlich, dass es der Sale Colorway sein wird. Das Ganze soll am 30. April rauskommen und ich glaube, zumindest erinnere ich mich daran, dass dieser braune Colorway sogar davor released werden soll. Aber da müssen wir auch abwarten. Wie gesagt, da halte ich euch natürlich auch up to date. Also ihr werdet es hier auf diesem Kanal auf jeden Fall erfahren. Lasst dafür auf jeden Fall auch ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr sowas nicht verpasst. Ich bin wirklich super gespannt, den ersten davon mal in Hand zu haben, mir so anzuschauen, am Fuß zu haben, weil ich mich wirklich darauf freue zu sehen, was Travis da gemacht hat. Und so ein paar SB-Dunks, die dieses Jahr noch rauskommen sollen, ist zum einen der Malachite in so einem Beige-Ton mit Blau und grünen Akzenten und einer Gumsole. Finde ich auf jeden Fall für den Sommer sehr, sehr clean. Würde ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt selber tragen. Soll im Sommer 2024 rauskommen. Viel krasser finde ich da die Futura Collab, auf die ich mich auf jeden Fall auch sehr, sehr freue. Denn das ist auf jeden Fall ein Hingucker und ein super Ding für die Sammlung. Kann man natürlich aber auch krass im Sommer tragen, weil der ist halt wirklich in absoluten Sommerfarben gehalten. Ich muss so sagen, dass er mir vielleicht ein bisschen zu laut ist. Und eine komplett neue SB-Collab haben wir hier zusammen mit der Skateboards. Habe ich vorher noch nie gehört. Ist wahrscheinlich auch irgendeine Skateboard-Brand. Und hier haben wir eben so einen schwarz-grünen Colorway. Muss ich sagen, gefällt mir persönlich gar nicht. Was ich aber ganz cool finde, sind diese minimalen Linienmuster, die wirklich so sehr dünn gehalten sind. Die Laces sehen auch ein bisschen interessanter aus und wir haben auf der Rückseite halt dieses der draufstehen. Also wird auf jeden Fall nicht meine Favorite-Collab sein, aber ich bin gespannt, wann wir da neue Fotos sehen werden. Und dann nochmal ein Release
Release-Update, nämlich im August, soll der Jordan 3 Cement Grey rauskommen. Wie ich finde, ein super cleaner Colorway. Das Ganze soll anscheinend am 31. August rauskommen. Kann man auch vieles tragen. Sieht dem White Cement sehr ähnlich, wäre in meinen Augen aber kein Must-Have. So, Freunde, das war es mal wieder gewesen. Schreibt wie immer in die Kommentare, was euer Favorite Release aus den nächsten Tagen ist, worauf ihr euch am meisten noch dieses Jahr freut von diesen Leaks hier. Ansonsten lasst das Video gerne Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine solcher Infos mehr zu verpassen. Ansonsten bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Video. Tschüss.